Also ich habe im letzten halben Jahr, glaube ich, 300 Stunden in Baldur's Gate 3 gesteckt. Sorry, aber Game of the Century. Und ich muss einfach sagen, so Baldur's Gate 1 und 2 habe ich natürlich leider verpasst, da bin ich noch ein bisschen jung für. Und die jetzt in so einem Stil von Larian wie Baldur's Gate 3, wäre saugeil. Saugeil, aber ich glaube, da würden wir noch sehr, sehr lange drauf warten, so lange, wie wir auf Baldur's Gate 3 auch gewartet haben, ne? Ja, ist natürlich Bloodborne, weil ich da einfach nach wie vor auf eine geile 60-Frames-Version warte. Ich habe so Bock, das Spiel wieder zu spielen. Ich habe es neulich mal wieder reingelegt und habe gesagt, nee, ich bin über 30 Frames bin ich weg. Once you go 60 Frames, you never go back. Und Bloodborne ist einfach so ein geiles Spiel, aber ich weigere mich, das mit Ruckeloptik und irgendwie so zu spielen. Und da würde ich mir ein richtig geiles Remake oder zumindest eine PC-Umsetzung wünschen. Was ist da los? Das Remake, das ich bräuchte, wäre Bloodborne. Da stimmen mir bestimmt viele zu, weil jeder sich fragt, wo bleibt das Remake? Sony hat Bluepoint Studio das Dark Souls, Demon's Souls Remake machen lassen. Das ist super gewesen. Und jeder fragt sich, warum gibt es da kein Bloodborne Remake? Ich würde es echt gern haben, weil das ist ja technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. War es schon damals nicht so, diese Ruckelkacke. Das nochmal in guter Performance spielen wäre Hammer. Meine Remake-Antwort vom letzten Mal steht natürlich weiterhin, aber die will ich nicht wiederholen. Guckt's euch an. Black and White, weil Black and White gefällt mir sehr, sehr gut und das habe ich auch im Beitrag schon gesagt. Der Tiger ist stark, aber etwas dümmlich. Bei der Kuh kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwer jemals gewählt hat. Und mein Favorit, der Affe. Aber ansonsten würde ich mir wünschen, ein Remake zu sehen von Jack und Dexter. In The Precursor Legacy. Weil das hat echt viel Spaß gemacht. Das habe ich letztes Mal wieder entdeckt und dachte, ey, voll geil. Das einfach nochmal in heutiger Grafik, 60 Frames, ein bisschen erweitert und so weiter. Das war ein richtig cooles Spiel. Jack and Dexter, einfach mehr davon. Mein Handy klingelt. Oh. Jack and Dexter. Hey Esther. Black and White. Eins, zwei, eins und zwei, ist mir egal. Nehme ich direkt. Remake. Brauche ich noch nicht mal ein Remaster, würde mir reichen tatsächlich, weil ich die damals einfach schon so gut fand. Man kann es nirgendwo spielen. Nirgendwo. Also ich habe tatsächlich auch noch die CDs zu Hause, aber ich krieg's nicht mehr zum Laufen. Und ich würde es einfach so gerne nochmal spielen. Auch wirklich egal welchen Teil, hätte ich richtig Bock drauf, das nochmal ein bisschen schön poliert zu spielen. Richtige Antwort. Ich kann nicht drüber sprechen, welches Remake ich mir wünsche, weil es auf der Liste B steht und Verbreitungsverbot gibt. Aber es gibt ein Spiel, was dort ist, was ich finde, was zu Unrecht da auf dieser Liste ist. Und weil es zutiefst missverstanden ist und ich im Vorfeld auch schon abklären musste, ob ich dieses Spiel überhaupt erwähnen darf, darf ich nicht, deswegen erwähne ich es auch nicht. Aber es ist von einem großen Entwicklerstudio, was für viele gute Games gemacht hat und was dieses Spiel kommt aus der goldenen Phase dieses Entwicklerstudios. Es ist wirklich zutiefst missverstandenes Spiel, was alle ganz falsch verstanden haben. Jesus Christ, ey. Da nehme ich jetzt mal ein Spiel, das ich schon gespielt habe, aber einfach noch mal gerne erleben wollen würde, und zwar Chrono Trigger. Und ich glaube, Square Enix hat dafür halt alles in der Hand. Die haben diese geile Pixel-Art meets 3D-Optik, die sie ja auch bei, vergessen wie es heißt, Octopath Traveler benutzt haben. Scheiß Spiel, aber schöne Optik. Und das auf Chrono Trigger angewendet. Ich würde das einfach lieben gerne nochmal spielen. Und Chrono Trigger ist halt einfach ein ewiger Klassiker, fast unerreicht. Und das einfach nochmal spielen, geile Optik, zeitgemäß, let's go. Das Remake, das ich mir gewünscht habe, ist Gott sei Dank schon angekündigt. Ich habe Grund, mich richtig zu freuen, denn es ist Max Payne 1 und 2. Remedy machen es nochmal neu, das wird richtig fett, weil ich kenne keine Spiele, die eine ähnliche Atmosphäre versprühen wie diese super verqueren Remedy-Shooter. Remedy, wie der Deutsche sagt. auf jeden Fall, ja, ach komm, ist egal. Max Payne 1 und 2, ist gut. Wird gut. Ja. Hallo, mein Name ist Nils Bumhoff und ich sag oft die gleichen Titel in dieser Kategorie. Aber natürlich wünschen wir uns alle ein vernünftiges Mass Effect Remake. Es gab ja schon mal einen Versuch, das zu remaken und es war halt scheiße. Man muss das richtig gut machen, so wie FromSoft das gemacht hat mit Demon's Souls. Das ist ein vernünftiges Remake oder ein Remaster, ist mir egal, es ist Wortklauberei, lass mich in Ruhe. Jedenfalls eine richtig, richtig coole, technisch auf dem Gipfel der Zeit befindliche Umsetzung dieses fantastischen Spiels. Das muss doch möglich sein. Ich verstehe das nicht. Die haben so viel Geld, mach das jetzt. Ich raste aus. Ich wünsche mir ein Remake von Rayman The Great Escape, weil ich fand das Spiel damals richtig cool und ich hätte es aber gern nochmal ein bisschen mehr optisch schöner, mehr polished, mehr Details. Ich glaube, dass man dann echt eine süße kleine Welt erschaffen könnte. Weil ich glaube, das letzte 3D-Rayman, was ich richtig gut fand, war dann noch
Gudlum-Havik, das fand ich auch ganz okay. Aber ich möchte das Great Escape noch mal richtig haben. Mit Klingenbart und allen anderen Kollegen. Fertig. Ich finde immer dieses Verlangen nach Remakes so ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ich finde, die meisten alten Spiele, die kann man einfach noch spielen. Und dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Remake. Aber wenn ich mir ein altes, gutes Spiel so neu aufgehübscht vorstellen könnte, dann wäre das Super Metroid. So im Stil von Metroid Dread jetzt zuletzt. Das wäre mal ganz cool. Ich denke, das originale Super Metroid spielt sich auch so noch super geil. Aber ja, das könnte ich mir zumindest cool vorstellen. Da kann man noch viel rausholen. Super Metroid! Ja. Yeah. Es wäre zwar kein klassisches Remake, aber ich hätte richtig Bock auf ein Black Ops 2 Remake, Remaster, wie auch immer. Es fehlt mir wirklich nach einem geilen Call of Duty oder geilen Shooter generell, auch Battlefield oder lassen wir das sein. Macht es so wie das Modern Warfare Remaster von 2019 ungefähr. Es war zwar nur ein Remaster, aber es hat mich voll abgeholt. Es war einfach das Spiel nochmal neu geportet. Geil, jeder hat es gefeiert. Das mit Black Ops 2, ey, jeder wäre dabei. Ich weiß, da kommt jetzt bald ein zweiter Teil von raus, aber ich hätte unglaublich gerne ein Vampire the Masquerade Bloodlines Remake. Einfach nur das Spiel als solches ein bisschen erweitern, vielleicht neues Areal dazu, aber das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Super tolles, atmosphärisches Rollenspiel mit die besten Dialoge, die jemals geschrieben wurden, tolle Charaktere. Man müsste eigentlich gar nicht viel ändern bei dem Spiel. Einfach Unreal Engine 5 draufknallen. Der zweite wird hoffentlich auch cool, aber man kann es noch nicht so genau wissen. Deswegen einfach 1er Remake, alles cool. Ich würde mir wünschen, dass Yoshi's Universal Gravitation neu gemacht wird. Das ist irgendwie ein Spiel aus 2005, glaube ich. Und das war irgendwie so richtig revolutionär für mich auf jeden Fall, weil es gab so einen Neigungssensor. Das heißt, man musste das wirklich so neigen. Und da es das jetzt halt auf fast jeder Konsole gibt, kann man das super gut remaken auf allen möglichen Plattformen, wahrscheinlich halt auf der Switch oder so. Aber das wäre richtig nice, das würde ich sehr gerne nochmal sehen. Ich muss ja auch irgendwann mal wieder Zelda sagen, darum sage ich mal wieder Zelda. Ich hätte echt gerne von Wind Waker und Twilight Princess beides gerne ein Remake, einfach weil ich das gerne nochmal auf der Switch spielen würde, weil die Wii U den einzigen Sinn hatte, dass man der irgendwie mit der Faust ins Pad boxt und das war halt einfach scheiße. Es war ein Bullshit, ich habe mir diese Konsole nur gekauft wegen Wind Waker und habe sie dann wieder verkauft. Es war aber auch einfach, also und Twilight Princess, ja, wir haben HD auch in beiden Fällen, aber es ist auch... Ende. Zeitende. Okay. Flasche ist im Haus. Nein! Flasche zu Geld. Ja, Flasche zu Geld! Flasche zu Geld, Fabian Krane, bitteschön. Komm schon! Ein Automat! Ja! Ein Flaschenautomat! Fabian Krane! Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, aber ich sag's nochmal, Dino Crisis sollte auch die Resident Evil-Behandlung bekommen. Das wird bestimmt geil. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur ein Gerücht ist oder ob das schon bestätigt ist, aber Metal Gear Solid 1, komplette Generalüberholung, wird auf jeden Fall geil. Und was es auch noch geben sollte, ist Half-Life 1 und 2 einfach. Das sind Classics, die einfach mal in super schick rausbringen. Ich meine, gameplaymäßig muss man da gar nicht mehr so viel machen. Und das wird geil, oder nicht? Oder irre ich mich da? Ich meine, Teil 1 habe ich noch gar nicht gespielt. Das wäre auch ein Grund dafür, es nachzuholen. Aber 2. Warum habe ich das gemacht? Riechst du meinen Furz? Aber 2. Ja, scheiß drauf. Ich persönlich, auch wenn das Spiel noch nicht so super alt ist, würde mich über ein Remake zu Bloodborne freuen. Weil wir haben ja gesehen, was Bluepoint mit Demon's Souls gemacht hat. Und das war richtig edel. Und das vielleicht einfach noch mal mit Bloodborne. Nö, in grafisch, richtig, also technisch vor allen Dingen richtig nice. 60 Frames, moderne Hardware und einfach spielerisch Bloodborne. Mehr will ich nicht. Ich will aber 60 Frames. Sony. Es kann doch nicht so schwer sein! Remakes gehören verboten. Aber wenn ich mir eine neue Auflage in neuer Grafik eines Spiels wünschen würde, dann wäre es Dawn of War. Das erste Strategiespiel, wo Space Marines gegen Orks sich den Kopf einhauen, ne? Richtig schön. Mit so Unreal Engine 5. Da. Cut it. Das ist Remakes sind nicht für mich.
so scheiße sind Remakes ja nun auch wieder nicht, ne? Leute, die Resident Evil 4 nie gespielt haben, spielen dann mit der neuen Grafik Resident Evil 4 und sagen auf einmal, sie sind Resident Evil 4 Liebhaber, ist voll geil, super nice. Leute, die Demon's Souls verpasst haben und dann Demon's Souls in 4K spielen können, freuen sich halt. Und die sollen sich freuen, ist cool. Neue Generation, Remake. Auf jeden Fall solltet ihr mal originell klicken und neue Videos, die noch nie geguckt wurden, gucken. Weil die Aufmerksamkeitsspanne wird immer weniger. Und ihr müsst auf euch da offen aufpassen. Was? Eure Seelen sind wertvoll. Reach! So! Abgeliefert!